Willkommen, liebe Fliegerkameraden, hier bei Modellpilot.eu. Neben mir steht Burkhard Dotzauer. Burkhard ist ein fantastischer Pilot. Es ist saukalt. Ja, richtig kalt gewesen. Wir sind gerade auf der deutschen Meisterschaft des Jets. Wir stehen jetzt auf. MK58. Dieser Harper Hunter ist ein Bausatzmodell der Firma Airworld. Die Harper Hunter ist im Maßstab 1:5, hat eine Spannweite von knapp über 2 Meter, hat ein Startgewicht von 23,7 Kilo, haben wir gestern ermittelt, sind ungefähr beim Start 4,5 Liter an Bord. Und diese Maschine hier, wie Sie sehen, ist Nachbau der Schweizer Luftwaffe, prima Mahnung, und speziell noch von der Patrouille des Swiss. Also leider sehen wir das nicht. Unten hat sie schön rot-weiß, ist die Maschine. Und diese Maschine selber steht noch in einem Museum in Basel. Und von dieser Maschine konnte ich dadurch eine sehr gute Dokumentation machen. Von der Farbe auch, die ganzen Gebrauchsspuren und so weiter sind wirklich war dem Original entsprechend. Also nicht Fantasie-Gebrauchsspuren, sondern die Gebrauchsspuren, wie die Maschine so im Museum steht. Also Burkhard ist eigentlich ein Luftfahrthistoriker. Ja, also wenn man Fragen hat, man kann zu ihm gehen, er weiß über jede Maschine bis zum letzten Kratzer alles. Ja? Also es ist ja wirklich eine Augenweide hinzuschauen, es ist ja wirklich von den Nieten, von den Aufsätzen, alles da. Das hast du quasi als selbst nochmal zum Baukasten oben aufgesetzt. Ja, an dem Bausatz selber sind da relativ viele kleine Detailveränderungen, um jetzt eine Scale-Maschine zu machen. Ja. Die Lackierung selber habe ich zusammen mit meinem Freund Ralf Schneider gemacht. Ja. Delamed-Spiegels. Ja. Also auch diese ganzen Spiegels sind von Delamed. Okay. Und die Lackierung von dieser Maschine sind ungefähr 3-4 Arbeitstage mit vollen Programmen. Also das ist eine traumhafte Sache. Dürfen wir nachher noch ein paar Detailfotos machen? Wir dürfen gerne. Ja, lieber Burkhard, für unsere alle hier im Hintergrund, Modellfliegen ist Schwitzer! So, und?